Unser Eulenherz schlägt heute mit Alex Falk, der Nummer 20 der Eulen, präsentiert von der GAG. Alex, Heimsieg gegen einen jungen Gegner, gegen Dormagen. Wie hast du das Spiel gesehen? Wir waren 9 Tore weg, am Ende wurde es knapp. Ja, tut erstmal gut, dass wir heute 2 Punkte geholt haben. Ich denke, nach der bitteren Niederlage in Hüttenberg war das heute extrem wichtig, dass wir die 2 Punkte bei uns behalten haben. Wir waren zwar mit 9 Toren in Führung, aber verlieren dann so ein bisschen den Kopf, verwerfen zu viele Bälle vorne und so kommen sie nochmal dran. Aber ich denke, am Ende war das auf jeden Fall ein verdienter Sieg. Du hattest heute ein bisschen Entlastung bekommen durch den jungen Theo Straub, der hat 4 von 4 gemacht. Wie siehst du deinen jungen Kollegen? Überragendes Spiel heute. Hat mir auch mal gut getan. Ich habe die letzten Wochen jetzt sehr viel gespielt. Deswegen freut mich für Theo, ist ein guter Mann. Und ja, deswegen super. Die nächste Dienstreise führt am 19. April zum ASV Hamm-Westfalen. Die können noch in die Bundesliga aufsteigen, sind Tabellendritter. Ja, können wir da gewinnen? Ja, wir wollen immer gewinnen. Ich denke, das Hinspiel haben wir eigentlich ganz gut bestreitet, haben da gewonnen. Ja, Hamm will aufsteigen. Es sind, glaube ich, jetzt 3 Punkte hinten dran. Die werden natürlich alles in die Waagschale werfen. Wir müssen dagegenhalten und dann gucken wir, was dabei rumkommt. Alles Gute für die Dienstreise in den Westen.